willkommen in Wuppertal. Solltet ihr mit dem Zug angereist und an Gleis 1 ausgestiegen sein, könnt ihr direkt rüber zum Busbahnhof und seid auf Busstieg 1. Von dort aus fahren alle Busse zum neuen Teich. Die Linie 612 fährt bis zur Silberkuhle, die Linie 622 bis Oberbarm Bahnhof, die Linie 623 bis zur Sonnenblume und die Linie 643 fährt zur Kirchlichen Hochschule am Heiligen Berg auf der Hart. Direkt nebenan ist der Busstieg 2. Von dort aus fahren alle Busse bis zum Karlsplatz denselben Linienweg. Hier fahren die 603 und 613 in Richtung Eckbusch ab, die 625 zum Handweiser am Dönberg, die 628 zur Hamburger Treppe, die 635 zum Markland, die 645 zur Raukampschleife, die 647 bis Hattingen Mitte und der SB 69 bis Wülfrath. Nun hatte ich euch fast die Linie 620 in Richtung Kuckelsberg unterschlagen. Da die Busse am Bussteig 3, 4 und 5 in die andere Richtung abfahren, gehen wir nun auf die andere Seite des Bahnhofs. Vom Bussteig 3 fahren alle Busse an der Stadthalle vorbei. Die 613 fährt zum Schulzentrum Süd, die 615 nach Remscheid, die 623 zur Villa Media, die 625 zum Sudberg, die 635 zum Mastweg, die 645 ebenfalls zum Schulzentrum Süd. Der CE 64 fährt bis Solingen Graf-Wilhelm-Platz und der CE 65 ebenfalls zum Sudberg. Vom Bussteig 4 fährt die Hälfte der Busse nach Parmen, die andere Hälfte nach Ronsdorf. Die 611 zur Lennepper Straße, die 628 zur Sedanstraße. Die 620 und der CE 62 fahren nach Ronsdorf, wobei die 620 bis Remscheid-Lüttringhausen durchfährt. Vom Bussteig 5 fahren alle Busse am Robert-Daum-Platz vorbei. Die 601 fährt bis Wülfrath, die 611 zur Birkenhöhe-Schleife nahe Eckbusch. Die 619 fährt auf den Nützenberg zur Endhaltestelle Rabenweg und die 649 nach Velbert zum zentralen Omnibusbahnhof. Nun zeige ich euch noch schnell, wie ihr die Schwebebahnhaltestelle am Hauptbahnhof findet. Bitte wechselt nicht einfach von einem Bussteig zum nächsten, sondern schaut nach diesen abgesenkten Bordsteinen. Hier ist es viel sicherer, auf die andere Seite zu kommen. Die Busstiege 2, 3 und 4 haben jeweils eine Treppe, die runter zur Bahnhofsmall führt. Wenn ihr in der Bahnhofsmall angekommen seid, wendet euch unten nach rechts, nehmt einen der beiden Ausgänge und lauft geradeaus weiter bis zur Schwebebahnhaltestelle Hauptbahnhof Döppersberg.